Moin Moin, wir haben heute den 24. Januar 2023. Heute treten zwei EU-Verordnungen in Kraft, und zwar die EU-Verordnung 2023-5 und 2023-58. Beide regeln sie das in den Verkehr bringen von Insekten, und zwar einmal der Hausreuschrecke und des Getreideschimmelkäfers. Äh, diese Insekten dürfen in Zukunft in pulverisierter Form, in gefrorener Form oder in Pastenform Nahrungsmitteln beigemischt werden und zwar eigentlich allen. Das heißt, wir laufen in Zukunft Gefahr, dass wir eventuell, weil deklariert werden muss das Ganze nicht und Zutatenliste wissen wir ja auch, wenn das unter einer gewissen Schwelle ist, dann taucht das meistens gar nicht auf. Wir laufen Gefahr, dass wir ständig irgendwo Insektenpulver mitessen, ob wir das wollen oder nicht. Gehypt wird das Ganze dann auch für Fleischersatzprodukte und da. Beginnt für mich äh, ja, sagen wir mal die Unehrlichkeit. Man sagt ja, das wäre dann die Möglichkeit, da Protein einzubringen, aber das ist dann kein Fleischersatzprodukt mehr. Es handelt sich dann um ein tierisches Produkt. Insekten sind Tiere. Insekten haben Augen, Insekten bewegen sich fort, Insekten haben Verdauungsorgane, Insekten haben individuelle Krankheiten und, und das ist das Entscheidende, Insekten haben auch kognitives Verhalten. Liebe Veganer und Vegetarier, also glaubt man ja nicht, dass ihr damit keine Tiere tötet. Ich kann das alles verstehen, dass man da ethisch Probleme mit hat, das ist vollkommen in Ordnung. Kann ich alles nachvollziehen, finde ich auch, finde ich super, finde ich gut, wenn man so denkt. Aber zu meinen, dass das bei Insekten nicht so ist, das stimmt nicht. Punkt 2. Renate Künast hat 2020 eine flammende Rede gehalten äh, zum Beginn der Corona-Pandemie und hat davor gewarnt, dass eben gerade Corona solche, äh, ein Beispiel dafür ist, dass der Mensch nicht immer weiter vordringen soll in die Natur. Sie hat gewarnt vor neuen Zoonosen, vor neuen Krankheiten, die auf den Menschen übergehen können. Und jetzt meinen wir, dass wir, wenn wir den Bereich der Ernährung äh, über Insekten betreten, weltweit ernähren sich inzwischen schon zwei Milliarden Menschen von Insekten. Aber ob das als Argument reicht, dass wenn wir diesen Bereich jetzt betreten, dann gehen wir genau das Risiko ein. Weil es gibt über eine Million Insektenarten weltweit und das ist ein Themenfeld, was bei weitem nicht erforscht ist. Das ist ein Themenfeld, was andere Krankheitsrisiken birgt. Das ist ein Themenfeld, was ganz andere Probleme bergen kann. Und all das gehen wir jetzt ein, nur um wieder Wertschöpfung aus der Landwirtschaft zu übertragen in die Industrie, um neue Geschäftsfelder, und am Ende ist das für die Industrie. Also in einem Pappkarton mit Getreidemehl irgendwo Insekten zu züchten, das hat für mich nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun. Das heißt, es geht hier wieder um industrielle Prozesse. Und zwar am Ende wahrscheinlich wieder um der Politik zu dienen. Zum einen ne? Brot und Spiele, billige Nahrungsmittel, damit man ordentlich konsumieren kann. Und zum anderen ordentlich Marge für die Industrie. Und das ist wieder was, was man in Konkurrenz stellt zu den bäuerlichen Familienbetrieben. Es wird vorangetrieben von der Politik. Es wird ertragen von den Grünen, die ja sowieso in der Landwirtschaftspolitik bis jetzt einfach nur schlafen und gar nichts machen. Man sitzt einfach alles aus und tut überhaupt nichts. Da ist noch nichts passiert. bräuchert kommission Zukunftskommission, steht beides im Koalitionsvertrag. Nichts ist geschehen bis jetzt, gar nichts. Ganz im Gegenteil, man hat den Haushalt zusammengestrichen und bringt ein lächerliches Programm von einer Milliarde Euro auf den Weg, um die Tierhaltung umzubauen, das Ganze in vier Jahren, obwohl wir genau wissen, dass wir vier Milliarden Euro pro Jahr brauchen. Und als Alternative fangen wir jetzt mit Insekten an? Leute, so funktioniert das nicht. Macht euch mal Gedanken über eure Politik und über den Blödsinn, den ihr hier nach vorne stellt. Also Insekten in der Nahrung, für mich ganz klar Nein, danke.